Pokalrunde gegen Bad ASV würde ich folgende Aufstellung vorschlagen, folgendes Team. Ich würde zu heute eigentlich gar nichts ändern. Ich würde genauso spielen, wie wir heute angefangen haben. Ich glaube, dass die Jungs sich das verdient haben, am Sonntag anzufangen. Am besten Eindruck hinterlassen haben, obwohl ich sagen muss, hier ist ein riesen Fragezeichen gewesen. Momo hat mir immer sehr gut gefallen, hat richtig gute Spiele gemacht, hätte es genauso verdient gehabt wie Dennis da zu spielen. Hat so heute ein paar Probleme gehabt im Spiel, deswegen würde ich mich für Sonntag noch für Dennis entscheiden. Aber wie gesagt, das steht pari pari zwischen den beiden und war eine schwierige Entscheidung. Aber Momo wird noch kommen. Ja, ansonsten üblich Sven im Tor, Daniel, Fenne als Häuptling hinten drin, macht das sehr gut. Dreh- und Angelpunkt da hinten, lenkt die Mannschaft genauso wie mit Marvin und besonders Stevie hat heute wieder sehr gut gespielt auf dieser Position. Möchte ich auf jeden Fall weiterhin das spielen lassen. Rechter Verteidiger Olli, links Joel, davor Dennis, zentral Krone. Und Maurice Beuys auf der rechten Seite, Paare im Sturm. Ich denke, das ist im Moment die stärkste Mannschaft.